Ja, im heutigen Video geht es mal um das Thema Zielgruppe. Menschen treffen ihre Entscheidungen, ja, oder Entscheidungen aufgrund von eigentlich nur zwei Motivationsfaktoren. Und zwar ist einmal die eine Motivation das Thema Wohlbefinden. Menschen treffen eine Entscheidung, egal sei es jetzt zum Kauf eines Produkts oder zum Handeln, aus dem Grund heraus, dass sie sich nach dem Kauf des Produkts besser fühlen als vorher, mehr Freude haben, mehr Spaß empfinden, ja, mehr Anerkennung oder mehr Sicherheit genießen. Das ist der eine Grund. Dann gibt es noch einen anderen Grund, den zweiten, und der ist genau das Gegenteil. Und der zweite Grund ist nichts anderes wie die Angst vor Schmerzen oder beziehungsweise den Schmerz zu vermeiden. Das kann sein, zum Beispiel die Angst, dass irgendwas in der Zukunft passiert, wenn ich jetzt eine Handlung nicht ausführe oder wenn ich ein Produkt nicht kaufe, dass ich dann dass mir dann in der Zukunft irgendwas fehlt. Ja? Und Internetmarketing bzw. Marketing im Allgemeinen ist im Kern ja nichts anderes als ein Problem einer gewissen Zielgruppe zu erkennen und dafür eine Lösung anzubieten. Und dann diese Lösung in der Sprache der Zielgruppe zu kommunizieren, nämlich mit den Wörtern, wo die Menschen der Zielgruppe sich angesprochen fühlen. Hört sich jetzt kompliziert an. Wichtig ist zu erkennen, dass du deine Zielgruppe in- und auswendig kennen musst, weil sonst weißt du die Probleme nicht, du weißt nicht, welche Wörter sie benutzen. Also ich sag mal, eine Zielgruppe von 18 bis 25, wenn ich jetzt nur mal das Alter nehme, ja, hat eine ganz andere Sprache, fühlt sich von ganz anderen Wörtern angesprochen, wie jetzt das zum Beispiel eine Zielgruppe ist, die zwischen 50 und 70 liegt. Ja, so viel zu dem Thema. Deswegen ist es wichtig, dass du deine Zielgruppe ganz genau kennst und wie du herausfindest, was deine Zielgruppe ist, wie sie tickt, was sie für eine, ja, was sie für Sprache verwendet, auf welche Wörter sie reflektiert. Dazu habe ich einen Blogartikel erstellt mit einer Übung, die du ganz einfach schriftlich nachmachen kannst. Und wenn dich das Thema interessiert, dann findest du den Link, ja, wie immer unterhalb des Videos. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, ja, viel Spaß bei der Übung. Mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.